So Leute, willkommen zu einem neuen Projekt, aka Let's Play. Das ist absolut korrekt. Wir sind wieder Delivery LP. Mein Name ist Deathrock. Und mein Name ist Cloud. Und pünktlich zum Release bringen wir unsere erste Folge Yoshi's Woolly World. Das Let's Play wird immer samstags und sonntags um 16.30 Uhr erscheinen. Ja, ich denke auch. Allerdings, ihr merkt, heute ist Freitag. Ja, weil wir es einfach die erste Folge zum Release bringen wollten. Deswegen kommt heute eine extra Folge und Samstag, Sonntag geht es dann um 16.30 Uhr jeweils weiter. So, ich drücke mal A. Und wir starten ein neues Spiel, würde ich sagen. Jo. Wendermodus, klassisch. Dieser Modus ist für erfahrene Spieler. Entspannt. In diesem Modus ist das Spiel ein wenig einfacher. Ja, komm. Klassisch. Wo in meinem Miiverse-Profil steht, dass ich Profi bin, da machen wir das auch so, ne? Du kannst den Modus jederzeit ändern. Ob wir das wollen, ist was anderes. Genau. So, dann drück mal was. Ah, Steuerung. Können wir irgendwie noch. Also ich bin der Spieler 1. Du Spieler 1, das ist ja der Hohn. Okay, muss ich einmal gucken hier. Springen, Zunge. Fadenkreuz mit L und ZL kann man es anhalten. Wollknäuel bereit machen. Macht man mit X. Und Wollknäuel zeugen mit unten. Okay. Ich wäre soweit. Jo, ich auch. Nein, verdammt. Was denn? Achso, ich habe falsche Taste gedrückt. Ich bin wieder irgendwie im Playsy-Modus. Achso. Willkommen auf dem Woll-Atoll, einer kleinen Insel inmitten des Bastelmeers. Hier leben die Yoshis glücklich und in Frieden. Doch eines Tages... Die alte Kamek. Hallo, kleine Yoshis. Ich muss euch leider aufdröseln. Danke für euer Verständnis. So dauert das ja ewig. Kommt schon, jetzt alle auf einmal. Das müsste reichen. Ich mache mich mal wieder auf den Weg. Bis dann. Ich habe die Schererei mit euch, Yoshi, sowas von satt. Und weg ist er. Die alte Kamek. Und verstreut die Yoshis in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Welten anscheinend. Ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9? Keine Ahnung. Gut, dann. Doch bei seinem Abflug verliert Kamek etwas Wolle. Seinem Abflug? Ich habe auch gedacht, Kamek ist ein Mädchen. Also. Ja, eben. Eine Dame. Habe ich auch immer gedacht. Komisch. Deswegen habe ich auch diese komische Hexenstimme gegeben. Ja, ist ja auch eine Hexe. Ja, aber eine männliche Hexe. Komisch. Was für eine Stimme hat eine männliche Hexe? Keine Ahnung. Das klingt ja so weiblich, weißt du? Die Yoshis halten eine Lagebesprechung ab. Entschuldigung. Wie sprechen Yoshis? Okay, Wie retten wir die anderen? Wir müssen die Wolle zurückholen. Schnell schnappen wir uns diese Halunken. Die sind. Entschuldigung. Und so beginnt ein neues, aufregendes Abenteuer für die Yoshis. Werden sie ihre Freunde retten können? Viel Glück, ihr Yoshis. Dankeschön, aber das brauchen wir nicht. Wir können. Wollte ich gerade sagen. Dankeschön, aber brauchen wir nicht, denn wir sind die Yoshis. Und wie geht's erstmal hier? Einmal, was ich gerade schon gesehen habe, was wir hoffentlich schon machen können. Ja, hier. Ja, stimmt. Amiibo-Pavillon. Ich will auch. So, die Frage ist, wir spielen jetzt nicht mit dem U-Pad. Wie funktioniert das dann? Von Amiibo eingelesenen Designs werden hier gespeichert. Du kannst sie jederzeit verwenden. Klingt gut. Ja, finde ich auch. Gut, dann
schnappen wir uns mal unsere ausgewählten Amiibos für die Runde. Jo. Und Trommelwirbel. Nice. Der Fox Yoshi. Gut. Den musst du jetzt auswählen. Jo, so. Wechseln. Und dann kann... Hä? Wechseln. Was? Ach, hat er schon gemacht. Okay. Hat er schon, okay. Dann kann ich jetzt wieder raus, ne? Genau, und dann gehe ich rein. Mit dem anderen Gamepad, aber... Ja. Denn wir wollen das ganze Spiel als Amiibo-Figuren spielen. Genau. Wahrscheinlich werden wir die zwischen euch auch wechseln, werden wir ein paar Amiibos mehr. Ja. Aber für die erste Folge werden wir uns für den Fox Yoshi entscheiden. Sprich mit dem Star Fox Amiibo. Oh ja, denn es gibt nichts Cooleres im Nintendo-Universum als Star Fox. Doch, eine Sache gibt's da. Nämlich diese hier. Auch ziemlich cool, aber nicht so cool. Der Samus Yoshi. Ich find's witzig, wie das Visier von Yoshi die Nase ist. Ja. Gut. Wie geht's wieder raus? Mit B. Mit B. Gut, dann wäre das auch erledigt. Und dann schmeißen wir uns auch mal direkt ins erste Abenteuer, würde ich sagen. Genau. Als Fox und Samus ein gutes Gespann eigentlich, ne? Eigentlich schon, ja. Kommt zumindest aus einer ähnlichen Gegend, sagen wir mal. Aus dem Weltall. So. Wer ist denn das da? Keine Ahnung. Anscheinend kann man da irgendwie... Das ist bestimmt so ein Sticker-Kram wie bei genau. Mario Kart. Gibt es hier noch irgendwas? Wie bist du gerade so gerannt? A und B. Okay. So, wir rennen noch einmal rum und gucken. Da ist noch jemand. Ach, das sind Universe-Einträge vielleicht auch. Okay. Was haben wir hier? Museum-Pavillon. Ich denke mal, da werden Sachen... Das gucken wir später. Sammelobjekte, genau. Was gucken wir uns später mal an? Wie geht es erstmal zur Welt 1, würde ich sagen? Genau. Das ist ja cool. Ja. Das ist volatil. Da wollen wir nicht hin. Was haben wir denn hier? Das Ding. Ich denke mal, wir müssen die Level auch nacheinander machen. So wie es aussieht. Hier ist ja noch nichts entstanden. Deswegen machen wir erstmal Welt 1. Ja, für zwei Spiele auf jeden Fall. Wolyoshis Verstrickungen. Welt 1, Level 1. Wolyoshis Verstrickungen, wie der Deathrock schon sagte. Und wir spielen das Ganze mit zwei Spielern. Deswegen drück jetzt bitte A. Und es gibt ziemlich viel zu sammeln, sehe ich gerade. Mhm. Ab geht die Post. Retten wir die Yoshis. Ladevorgang. Ja, okay. Ich habe jetzt gehofft, dass die Ladezeit schon kurz ist. Ey! Was? Okay, erstmal in die Steuerung reinfinden. Ja, genau. Vollknoll, so geht's. Drücke B, um einen Freund zu... Feind zu verspeisen. Ja, Freund hast du gerade gemacht. Ducke dich, um einen Wollknoll zu erzeugen. Okay. Und was kann man mit denen? Ach, die kann man dann werfen, ne? Genau. Ist ja fast genauso wie Yoshi, wie Yoshi's Island. Wie schießt man? Mit X. Bam! Na, guck mal, wir haben ihn den Mund zugebunden. Du versuchst nicht mal die Geschenke zu öffnen, ne? Hä? Also es geht um Geschenke und die versuchst du nicht zu öffnen? Ups. Ach! Ich hab mich schon gewundert jetzt kurzzeitig, was du... Nein! Du hast noch ein Ei, versuch's mal. So, an die Steuerung müssen wir uns erstmal ein bisschen gewöhnen hier. Ja, ist auch ein bisschen her, dass ich Yoshi Island gespielt habe. Ja, eben, genau wollte ich gerade sagen. Das letzte Mal wirklich, auf dem Super Nintendo und das ist ewig, ja. Flatterflug! Halte A gedrückt, um eine kurze Zeit zu fliegen. Okay, das haben wir inzwischen schon rausgekriegt. Ja, schon mal um das Ei. Den Gegner. Wie auch immer. Und Bots! Auf die Fresse! Ich habe irgendein Sammelobjekt gefunden. Vollknoll werfen. Drücke X zweimal, damit das Fadenkreuz erscheint und noch einmal, um zu werfen. Mit 0 unten brichst du ab. Machen wir das mit X? Ja, stimmt. Ja, was haben wir denn hier? Hui! Oh, nice! Yeah. Warte, ich will auch noch ein paar. Das ist ja praktisch. So, damit sind wir erstmal ein bisschen bewaffnet. Ja. Was ist das denn? Ist ja witzig. Oh, cool. Ah. Da musst du drauf schießen. Dann. Ah.
Das ist ja witzig. Ja. Oh, ich finde das Spiel voll toll. Ja, ich finde das jetzt schon. Geil. Sprichst du da hoch? Ja. Da, das sieht nach Secret aus irgendwie. Ich will dich nicht. Ich habe übrigens meine Eier verloren, glaube ich. Ah. Ah. Da können wir den Faden ziehen und ich möchte gern wieder ein Yoshi sein. Finde ich voll knäuel. Wo hab ich denn. Warte. Nein! Hey. Oh Mann, wie mies. Komm mal her. Ja. Du kannst mich einsammeln, das weißt du, ne? Ja? Ja, wahrscheinlich schon. Das wird wie in New Super Mario Bros. Sein. Ach ja, stimmt. Was ist das Fette da? Ey, hörst du jetzt mal auf damit? Ja, ich brauch auch noch welche. Ich weiß nicht, wo der Fette herkommt. Aber den hab ich. Ja. Vielleicht kriegt man die ab und zu mal so. So, jetzt gucken wir erstmal hier oben, ob wir da irgendwie dran kommen. Oder von da oben aus. Ah, von da oben aus wird sein, okay. Wir behindern uns mehr, als wir uns so gegenseitig irgendwie supporten gerade. Gut, damit haben wir wieder eine Sonne. Ist genau wie Yoshi's Island. Ja, aber das, ich finde das schön gemacht hier. Ja, ich finde das auch schön. Ich finde, das sieht auch alles ganz cool aus. Wartet! Wow. Aua! Ah! Ach so, ich kann dich also auch abballern, wenn ich will. Ja. Also können wir uns auch voll in die Pfanne hauen in diesem Let's Play. Ja. Achso, die Dinge sind praktisch, also. Das ist eine Wollkiste, so. Kann ich hier auch runter? Das fragen wir auch gerade, ob wir da irgendwie runter können. Warte mal. Ah. Ich glaube, da müssen wir von hier aus irgendwie lang, oder? Das hier. Was war hier noch? Nee, hier ist nichts. Sammel dich mal wieder ein. Aber die können wir jetzt einfach rausspringen gehen. Was ist denn, wenn wir zusammen eine Stampfattacke machen? Ich weiß gar nicht, wie ich die Stampfattacke mache. Einen Sprung nach unten drücken. Komm, spring dich wieder ausspringen? So, geht doch. Nochmal was? Im Sprung nach unten drücken. Ah, okay. Genau. 3, 2, 1. Ja, okay. Nochmal? Nein. Ja, wenn dann. 3, 2, 1. Nein. Nee. Vielleicht von hier irgendwo. Oder von hier. Genau. Ja, das sieht doch irgendwie sinnvoll aus. Ja. Zum Glück haben wir noch genug Eier dabei. Ich bin. Ich sag Eier, weil wegen Yoshi's Island. Das ist man doch so irgendwie so gewohnt. Die Sonne. Ja, da haben wir es doch. Ach, warte. Ja. Können wir uns wieder auffüllen? Ich bin aufgefüllt. Ich auch. Gut, dann geht's weiter. Oh, ich finde, das Spiel sieht echt klasse aus. Ja. Ja, das. Achso, es bewegt sich. Oder? Ah. Eine Sonnenblume. Gar nicht wahr, es ist eine Blume einfach nur. Aus Wolle. Ja. Denn es ist Yoshi's Woolly World. Nicht ich. Ich hab dich mit dir gekillt. Na? Ey. Alter! Das war asozial. Ich hab keine Eier mehr. Nee, hier ist doch so eine Dingens. Ah! Wir haben aber irgendwo eins übersehen. Ja. Das heißt, zurück. 100% wenn schon. Willst du das in 100% Let's Play machen? Natürlich! Das ist die richtige Einstellung, die glaube ich mir. Oh. Aber wo? Ja, das ist jetzt die große Frage, ne? Wahrscheinlich. Ich frage mich auch schon, wo wir es wahrscheinlich haben. Hier. Hier? Von da. Ich hab mich da runtergeschoben. Ups. Ah, da unten, bestimmt. Nee, hier kommen wir her. Nee. Geh mal wieder nach vorne. Ich drücke die ganze Zeit versehentlich plus. Komm doch mal hier runter. Ja, kann ich ja nicht. Ei. Ich weiß auch gar nicht, ob das funktioniert, wenn ich da die ganze Zeit die Controller schüttel. Nee, weil, da kommt man hier runter. Ich brauche ein paar Eier. Also ich habe schon wieder Eier gesagt.
Ne, hier war ich schon. Hier warst du schon, ja, stimmt. Jetzt ist die Frage, wo haben wir denn die ersten zwei gefunden, ne? Ja. Hier waren wir auch schon. Was ist mit der mittleren Röhre? Gar nichts. Nein, gar nichts. Nee, ich denke. Ja. Ach, scheiße. Blöde Scheigeis. Ah, die können wir kaputt machen. Vielleicht können wir jetzt von oben noch rein. Irgendwie? Nein. Nee. Ah, warte mal. Ah! Aber das war's nicht. Aber das kann man mit denen schon mal machen. Hä? Kann man, kannst du auch nicht mit allen machen irgendwie. Nee, das geht nur, wenn da eine Schleife dran ist. Also so wie wir. Aber das ist auch nicht. Nee. Dann finden wir da vielleicht noch. Also ich glaube nicht, dass es hier noch sein wird. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, aber. Das ist der Anfang. Nee, dann. Keine Ahnung. Vielleicht sehen wir ja nochmal auf den Rückweg irgendwas. Ja. Müssen wir mal gucken. Ja, ob wir noch irgendwo was finden können. Ich würde es toll finden, wenn wir das Level direkt komplett schaffen können. Ja. Also ich gehe nochmal hier unten lang. Aber es sieht hier echt nicht danach aus, als wäre hier irgendwas. Da haben wir auch alles, ne? Ja. Was ist das da? Aua. Ja, ja, ist die Frage. Wie kommen wir denn da hin? Das wird's nämlich sein. Wow. Vielleicht mit den Großen. Nee, da kommst du von irgendwo anders dran. Vielleicht von oben. Von da, wo du jetzt bist, meine ich. Hier meinst du? Ja. Nee. Vielleicht von der anderen Seite? Hm. Guck mal hier hin. Das wird auf jeden Fall da sein, das Ding. Hm. Ja. Das möchte ich auch ganz gerne haben, muss ich sagen. Warte mal. Waren wir da noch nicht drin? Doch. Aber. Ah. Ja. Da haben wir's. Geht doch. Und hier ist noch eine Dingens. Kann man da noch rein? Nein, kann man nicht. Gut, dann gehen wir wieder. Genau. Dann haben wir das auch schon erledigt. Bestimmt, wir sind da dann direkt wieder hoch, ne? Oh, brauche ich noch ein paar Wolkschnäuel? Nö. Also einen davon habe ich genommen, aber. Ach Mensch. Den spuckt mich nicht wieder runter. Desse. Danke. Heute keine Eier mehr. Man hat in dem Spiel generell keine Eier, die man hinter sich herzieht. Ich hab extra jetzt nochmal hinzugefügt, bevor du irgendwas sagst. Ich sammle die alle auf, du Schlauberger. Ja, ich wollte auch gerade sagen, wirst du mal aufhören, meine Eier fallen zu lassen? Ich hab schon wieder Eier. Ah, scheiße. Das habe ich zu spät gesehen. Ich frag mich auch ganz ehrlich gesagt, was im entspannten Modus anders wäre. Ja, fallen mir allerdings auch. So, eine Blume. Da ist eine Blume. Kriegst du mehr? Bam. Okay, dann höre ich jetzt auch. Ach, das ist Lebensenergie, okay. Oh, nice. Sterne. Und da noch einen. Eine große rote Blume. Mann, oh Mann, ist die riesig. Warte. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Yay! Damit haben wir alle fünf. Nice. Jetzt fehlt es nur noch vier von den komischen Dingern. Von den komischen Dingern? Ja, ich weiß nicht, was das darstellt, also richtig. Da fehlt noch eins. Nice. Haben wir das übersehen, das eine? Ist einer. Oh Mann! Nein! Ein einziges, wirklich? Ist das. Das. Die Falle. Ah. Bestimmt da. Hey, jawohl! 100% erstes Level! Erstes Level auf 100% geschafft. Wir haben ja auch nur 22 Minuten aufgenommen bisher. Aber wir haben auch davor ein bisschen Vorgeplänkel gemacht noch. Ja, genau.
Penner! Ich wollte zuerst durchgehen. So, das war das erste Level, Leute. Ja. Hör mal, geil. Das ist wirklich extrem wie Yoshi's Island. Ja, das stimmt. Erstaunlicherweise. Aber ich find's schön. Ja. Da kommt so ein bisschen Nostalgie auf, ne? Ja. Nein! Ich finde uns eine Blume. Oh, nee! Okay, die Blume holen wir uns dann jetzt offscreen, oder? Ja, die holen wir offscreen. Das ist mir jetzt auch zu blöd, ey. Ja, mir nämlich auch. Ich fand schon gut, dass wir jetzt nochmal das komplette Level zurückgegangen sind mittendrin. Ja. Um noch zu suchen.